Die belgische Staatsbahn ist einen anderen Weg gegangen. Sie ließ V60 in Lizenz bauen. 48 Maschinen sind ab 1960 entstanden. Eine davon fährt heute in Deutschland, bei der Museumseisenbahn Küstenbahn Ostfriesland. Peter Zinsle ist Lokführer und kennt sich mit seiner V60 bestens aus. Die wurde 1960 bis 1963 als Lizenz gebaut in Belgien. Und von den Deutschen Bahn mussten dann der Motor, den Rahmen und das Getriebe musste übernommen werden. Und alles andere haben dann die Belgien-Lizenz gebaut. Eine zweite Maschine hat der Verein gerade in der Aufarbeitung. Die ist gleich alt wie die da, hat auch noch einen Original-Maybach-Motor drin. Aber es ist in Deutschland gebaut worden und sieht ein bisschen anders aus, inwendig im Führraum. Aber sonst außen ist sie eigentlich identisch mit der da. Zuletzt stand die Maschine bei der Mittelweserbahn in Diensten. Zurück zur V60-062. Hat noch einen Original-Maybach-Motor. Ein GTO 6A mit 650 PS hat einen Kubikmeterinhalt von ungefähr 48 Litern. Aber trotz allem, er ist sehr sparsam. Mit unserem Zug, da, der ungefähr 110 Tonnen schwer ist, braucht die Lok ungefähr 1 Liter Diesel pro Kilometer da auf Tonnen zurück. Die Museumseisenbahn führt von Norden nach Dornum, Teilstück der ehemaligen Bahn bis nach Esens. Flaches Land und ein schöner Museumszug. Für eine flinke V60 eigentlich keine Herausforderung. Die ehemals belgische V60 soll mit ihrer Farbgebung an die Anfänge erinnern. Etwas zu dick sind die gelben Zierlinien geraten. Auch die Loknummer ist ein wenig zu groß. Diese ist an die belgische Benummerung angelehnt. Dort trug sie die Bezeichnung 260-062. Halt in Westerende.